Hallo und herzlich willkommen bei Wither Backt. Kommt mal mit, heute backen wir was ganz Besonderes, und zwar eine Bananenschnitte, und zwar eine richtig geile. Da haben wir mal alle Zutaten, das sind die Zutaten für den Biskuitteig und gleichzeitig für die Puddingcreme. Da haben wir Butter, da haben wir die Butter, da haben wir Haselnüsse, Marillenmarmelade, eine halbe Zitrone, Vanillezucker, ich glaube das sind 15 Decker Mehl und 18 Decker Staubzucker, da haben wir noch Kakao verschiedene, Kochschokolade, da ist zum Beispiel schon die Glasur vorbereitet und da ist die Puddingcreme. Zum Pudding muss ich was dazu sagen, den muss man vormachen, das ist einfach ein Sackerl-Pudding, aber normalerweise nimmt man so 500 Milliliter Milch, aber bei den das soll ein bisschen fester sein, darum nimmt man nur 400 Milliliter Milch, okay? Sonst ganz normal machen, auskühlen lassen. Okay, dann können wir starten. Jetzt geht's los. Zuerst nehmen wir mal hier zwei Schüsseln. Man braucht nämlich sechs Eier. Und das zeige ich euch, das kann man einfach so machen. Komm mal näher. Na warte mal, so, da braucht man das Ei klar. Da tut man einfach das Ei hin und her. Und das macht man dann 6 Mal. Okay, da haben wir jetzt die 6 Eier getrennt, den Dotter und das Eiklar. Da ist ein bisschen was drin, ich hoffe, das macht nichts. Und dann tut man als nächstes einfach mixen. Das ist eh klar, okay, jetzt haben wir es geschlagen und sagen wir einfach mal, es passt. Okay, liebe Leute, jetzt denkt euch sicher, was kommt als nächstes dran? Und das kann ich euch sagen, und zwar noch mehr mixen. Und zwar jetzt das hier, nimm schon rein. Dann kann man da, schaut her, da kann man Vanillezucker reingeben. Also soll man sogar das Ganze, das kann man mit dem Eiklar, oder ist das das Eiklar? Mit dem Dotter mischen auf jeden Fall. Okay, liebe Leute, jetzt ist der Schritt, dass wir erst einmal im Ofen, das kommt nachher bei 180 Grad hinein, Ober-Unterhitze. So ungefähr gehört das dann, dass eine gute Bananenschnitte wird. Ne? Das rührt man da einfach runter, immer so, dass schön cremig bleibt alles. Alles schön cremig. Dann nimmt man wieder da Schaum, oder besser gesagt der Schnee. Schnee nennt man das in der Fachbranche, und das tut man einfach runterheben. Das sollte dann schön fluffig werden eigentlich. Fluffig, aber ich schaue, ob ich trotzdem was zusammenbringe, weil ich bin ja ein professioneller Bäcker.
Ja, Salmonellen, schmeckt nach Salmonellen. Okay. Okay, Schatz. Das da gibt mir jetzt einfach da rein. Easy peasy. Oh shit, das ist nicht gescheit gewesen. Komm mal nachher. Oh fuck, das ist noch so viel. Fuck. Ah, gut. Fuck it. Das macht man wirklich nur, wenn ein Notfall besteht. Und das ist ein Notfall, also. Hätte ich noch gescheiter wie nicht gedacht, dass. Wenn du das nachmachst, dann schaut's, dass das Mehl gescheit runtergerührt ist. Ich mach das jetzt sehr professorisch. Ich bin schon müde und darum passieren einige Fehler. Aber das kann man mir nicht übel nehmen, oder? Da kann man das ein bisschen verteilen. Ja, ich versau's irgendwie früher. Ich glaube, ich bin gar nicht so ein guter Bäcker. Leute, ich bin, glaube ich, gar kein Profikoch. Obwohl, ich hab's ziemlich gut gemeistert und das zählt eigentlich nur das Endergebnis. Das schmiert man dann da überall gleichmäßig hin. Okay. Liebe Freunde, schauen wir mal auf den Ofen. Ist 180 Grad. Und da geben wir das jetzt rein. Für 10 Minuten. Nur 10 Minuten. Okay, dann jetzt kommen wir zur Creme. Wir machen jetzt die Creme dabei, während das im Ofen ist. Okay, jetzt machen wir die Puddingcreme einfach, weil es schon komplett verfault ist. Dann nimmt man so einen großen Butterdings. Das wird noch schmierig, wenn man es länger in der Hand hat. Das fällt einfach da rein. Dann viel mehr, das tut man mal aufsporen, Schatz. Einfach mal die Butter. Ihr denkt euch sicher, jetzt ist die ganze Butter da oben. Aber das macht gar nichts. Da nimmt man sich dann einfach einen Löffel und gibt ein bisschen was vom Pudding rein. Da gehört Kakao rein. Schau, siehst du es? Siehst du es? Dass es so viel schokoladig wird. Und da machen wir noch einmal mit der Creme. Schau, das wird schon cremiger, das Ganze. Das wird schon viel cremiger. Jetzt ist natürlich wichtig, jetzt fragt ihr euch Kakao. Und dann denkt ihr, das war gar kein Küchenkakao. Aber da ist ein Kochkakao. Den haben wir auch. Ein bisschen was rein. Muss nicht zu viel sein, da muss man wirklich Profikoch sein, dass man das perfekt abstimmen kann. Aber da muss man dann immer wieder mal kosten, wenn man es nicht gewohnt. Wenn man es nicht gewohnt ist, so etwas zu machen, dann muss man, ehrlich gesagt, abschmecken. Aber das zeige ich euch dann gleich. Und schaut euch jetzt gleich weiter. Da haben wir viel Haselnüsse. Da kann man beim Kuchen mal schauen, ob er schon fertig ist, indem man reinsticht. Wenn nichts oben bleibt, dann ist er ziemlich ready. Okay, den kann man verwenden. Da drehen wir ab. Also vergesst nicht, 180 Grad. Und da müssen wir auch schon, da geht es auch schon ab. Der geht ab. Dann nehmen wir einen neuen Löffel und tun ein bisschen. Ja, es schmilzt dahin. Warten wir, bis ganz geschmolzen ist, drehen wir vielleicht ein bisschen. Ah, es ist scheiß heiß. Es ist heiß. Hätte ich mir denken können eigentlich, aber ja. Kochen ist manchmal schmerzhaft. Auf jeden Fall da, schau hier, komm schon. Da sind jetzt Nüsse drin, die reiben wir auch noch rein. Das Ding muss schon umrühren. Schön umrühren. Ein bisschen mehr Kakao. Dann vielleicht noch
bisschen Zucker, weil ich hab's nicht zuckert. Und dann braucht man natürlich noch mehr Haselnüsse, weil wir wollen ja, dass es schön nussig ist. Das ist wichtig, dass es nussig ist. Also, jetzt noch mal umrühren. Okay, das haben wir, probieren wir es. Mhm, das passt. Schmeckt geil. Das ist schon ziemlich fertig, da muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Da braucht man übrigens 12 Decker Schokolade und 12 Decker Zucker. Schaut jetzt noch nicht so appetitlich aus, ehrlich gesagt. Aber das wird nicht, wenn du das mit der Schoko mischt. Dann ist das eine richtig gute Schokocreme. Eine richtige. Die muss man dann übrigens auch noch mal auskühlen lassen. Das muss dampfen. Das macht man wirklich nur über den Wasserdampf. Das schön schön. Schau, wird schon schokoladiger. Wenn das ausgekühlt ist, dann schaut es richtig geil aus. Hallo und herzlich willkommen zurück. Jetzt habe ich die Marmelade. Der Biskuitteig schaut ganz gut aus. Und da haben wir jetzt einmal einen Propfen hin. Okay, als nächstes schneide ich die Bananen in kleine Stücke, da machen wir jetzt einen kurzen Cut und bis gleich. Jetzt. Das sind übrigens Bio-Bananen, ich bin gleich fertig und eins ist mir am Boden gefallen. Aber alles nicht so schlimm, das ist eher ein Fail-Backen, aber ich glaube es schmeckt trotzdem geil. Das werde ich dann morgen testen, weil das Geheimnis bei einer Bananenschnitte ist, dass man es einen Tag im Kühlschrank stellt. Weil dann ist der Geschmack intensivierter. Na, das passt schon, das ist wieder ein leckerer Bananenschnitt. Ich habe euch eh gesagt, was man besser machen kann. Und könnt es ruhig nachmachen. Es ist 1 Uhr früh, okay? Und ich mach das alles nur für euch. Fuck! Dann nimmt man eine Zitrone und tut ein bisschen die Bananen, dass sie nicht braun werden, drüber. Jetzt habe ich zwar schon ein bisschen von der Creme, aber das macht gar nichts. Das macht gar nichts, als Profikoch Fehler können, korrigiert. Also, da schmiert man dann die ganze Puddingcreme, die lecker schafft, schau wie lecker die ist, schmiert man da drauf. Ich glaube dann langsam, ich bin gar kein guter Bäcker. Aber das macht ja nichts. Das macht ja nichts. Hauptsache man hat Spaß dabei. Das schmiert man nicht einmal darüber. Spaß. Ich glaube, wenn man nicht filmt, und sowas macht, dann kann das echt entspannend sein. Aber wenn man filmt, dann muss man sich an alles erinnern, was man machen muss und so. Und ich habe schon viel verkackt bei der Bananenschnitte. Aber ich werde es morgen dann testen, ob es vielleicht was geworden ist. Meine Früh, das heute Tag ist. Endlich fertig, einfach nur mit der Glasur, Schatz. So immer noch ein bisschen rum. Dass sich die Butter schön mit dem Dings vermischt. Und ja, Spaß. Beim Backen. Und der Tille ist so heiß. Jetzt tun wir dann einfach da. Achso, das soll ich glaube ich auch auskühlen ein bisschen. Aber ist ja wurscht. Das nimmt man dann. Schaut. Ist bei dem Rezept eigentlich alles wurscht. Nein, aber ich fehle ziemlich viel, das stimmt. Und schau her, das tut man dann einfach nichts streichen, einfach rüberrinnen lassen. Dass alles schön bedeckt ist im Optimalfall. Okay, wir hatten jetzt sehr viel Spaß gehabt beim Backen mit Wizard. Ich habe die Vermutung, dass ich ihn echt gar nicht backen kann, aber das ist. Da warten wir jetzt bis morgen, bis das alles hart ist. Und dann werde ich euch zeigen, dass es geil schmeckt, okay?
auch mit Fehlern, kann's geil schmecken, okay? Vertraut's mir. Okay, das war's fürs Erste und bis gleich. Okay, Leute. Das kann ich jetzt alles um wie viel Uhr? Um 1.11 Uhr. Um 1.11 Uhr kann ich jetzt die fucking Küche zusammenräumen. Backen ist anstrengend und nächsten Freitag gibt's wieder mal was anderes. Das ist mal too much dabei. Hallo, peace out, gute Nacht Leute, ciao. Willkommen zurück, das ist die fertige Bananenschnitte. Die werde ich jetzt für euch anschneiden und kosten. Jetzt werde ich es für euch kosten, ob es was geworden ist. Mhm. Ist gut geworden. Das Geheimnis ist ja, dass man es einen Tag stehen lässt. Okay, das war's mit Wizard Fact. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Wie schon gesagt, ich hab's gestern um 1 in der Früh gemacht. Da war ich nicht so fit. Auf jeden Fall Wizard Fact da. What the fuck? Okay, das war's, liebe Leute, und peace out.